Ja, willkommen in der Photoshop-Küche, in der Creative Kitchen mit Peter. Den habt ihr ja drüben schon in der Talkrunde gesehen. Und hier fällt schon alles auseinander. Nein. Ihr habt ja schon ein bisschen mitbekommen, dass Peter ganz wunderschöne Reisefotografie macht. Und wir gucken uns heute mal ein bisschen an, wie die Bilder entstehen und was so die Intention oder die Idee dahinter ist. Und jetzt vorneweg die Frage. Es gibt ja unterschiedliche, also meines Erachtens nach, Typen von Reisefotografen. Ne? Also ich sag mal so, die einen sind nur daran interessiert, visuell schönes Material mitzubringen. Ja? Also ich übertreibe mal Fotografieren vielleicht eben im Tele. Ja. Und andere sind dann daran interessiert, emotional involviert zu sein. Ja? Also mit den Leuten zu interagieren und auch ein bisschen die Kultur zu erleben, die Menschen zu erleben und das auf sich wirken zu lassen, um dann daraus Bilder zu kreieren, sag ich jetzt mal. Und die Frage ist, wo siehst du dich da oder was bist du für ein Typ von Reisefotograf? Also mir ist natürlich Land und Leute sehr wichtig. Ja. Mhm. Und ich habe gemerkt, zum Beispiel am Anfang meiner Reisen habe ich sehr oft den Fehler gemacht, mit diesem Anspannen reinzugehen oder die Reise anzutreten, um cooles Material, tolle Bilder mit nach Hause zu bringen, und habe mich dann ein bisschen versteift. Ne? Also wie gesagt, habe ich eben bei dem Sofa-Talk schon gesagt, ja, es ist halt sehr oft so, dass du dich auf die Technik konzentrierst und immer versuchst, da irgendwie ein Stativ mitzunehmen. Dann machst du ein besonderes Bild und vergisst aber die eigentliche Reise und Land und Leute. Und das hat ja sehr viel mit Emotionen zu tun. Ja? Also gerade die Reisefotografie, was ich mache, das heißt, ich fotografiere halt sehr oft oder sehr gerne Menschen. Und ja, für diese Menschenfotografie, also es sind keine Landschaften, also für diese Menschenfotografie brauchst du halt irgendwo so einen gewissen Bezug. Also zum einen musst du halt sehen, wenn irgendwas cool ist oder wenn dir was gefällt und du das gern bildlich festhalten möchtest. Zum anderen musst du es fühlen und du musst halt irgendwie auch so eine Art Brücke oder so eine Vertrauensbasis schaffen. Und das ist halt das eigentlich Schwierige dran, was auch viele Leute überhaupt nicht können. Fremde Leute zu fotografieren in irgendeinem anderen Land. Na, ich stelle mir es halt auch ziemlich schwierig vor, gerade wenn du in abgelegenen Regionen bist und du da mit einem Fotoapparat rumrennst. Jetzt will ich das Klischee nicht bemühen von wegen so Eingeborene und Seele klauen mit der Kamera, aber du hast... Das gibt es aber auch, natürlich, klar. Ja, also ja, ich dachte, das wäre ein Klischee, weil überall schon Leute wirklich, mit Kameras rumspringen und so. Ja, ja. Nee, es gibt also wirklich noch Regionen, wo das ein Problem ist, ja. Aber du brauchst halt so eine Art Türöffner. Ja, du hast ja so eine nette Box mitgebracht und da liegt ein Ausdruck. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Also haben wir vorhin drüber gesprochen, was so der Türöffner ist. So naja, ein bisschen. Also nicht Türöffner, aber halt so interagieren. Ja, es ist halt bei mir so, ich habe, wie gesagt, ich fotografiere mit einer spiegellosen Systemkamera und versuche natürlich in der Kamera schon ein bisschen, also versuche den Bildschnitt und so weiter schon so zu machen, dass es für mich dann im Nachhinein gut ist. Und ja, dann habe ich auf Reisen halt immer so einen kleinen Drucker dabei. Das ist ein kleiner Instax-Drucker, ein Fujifilm-Drucker. Und das ist mein sogenannter Türöffner. Ja? Weil wenn du zum Beispiel, ich kann es gerade mal zeigen, das war ein gutes Beispiel. Dieser Mann, der hat halt von 1946 bis 1976 alle Vietnamkriege überlebt. Okay. Und wie der gemerkt hat, ich will fotografieren und so weiter, hat er mich gefragt, ob er seine Orden rausholen darf. Und da habe ich gesagt, natürlich, klar. Und ich habe ihm dann einfach von sich praktisch so ein kleines Bild ausgedruckt. Und das ist ja, wenn das rauskommt, ist es ein weißes Papier. Viele schmeißen das erstmal weg, so wie es ist Müll, keine Ahnung, was das ist, ja, nichts wert. Und wenn du es dann aufhebst und gibst ihm nochmal, er soll ein bisschen warten und es entwickelt sich was, ja. Dann siehst du die Leute halt, wie sie dastehen und. Ja, Magic. Das ist einfach Magic, ja, und da kommt unheimlich viel rüber. Also auf Reisen, das Ding passt in jede Hosentasche, ja, ist akkubetrieben und der Akku hält eigentlich den kompletten Urlaub. Und was da zurückkommt, das ist so ein Türöffner, ja. Du gibst praktisch was. Ja? Du nimmst nicht nur, du fotografierst nicht nur, sondern du gibst auch was zurück. Wir sprechen jetzt hier nicht über einen qualitativ hochwertigen Ausdruck oder irgendwas. Es geht einfach nur um die Geste. Irgendeine Kleinigkeit in der Hand zu haben und das der Person zu geben. Und der freut sich unheimlich. Also ich habe auf diesen Reisen
Ich habe ja hunderte von diesen Bildern, wo die Leute ihr Instax-Bild halten. Ja? Da könntest du meine, so eine, eigentlich eine Serie draus ja, machen. Ja, genau. Es ist, ne? Geht einfach darum, die einen hängen sich an die Scheibe, innen an die Wohnung, dass es alle Leute sehen, die draußen vorbeilaufen. Mhm. Die anderen zeigen sie im kompletten Ort rum. Ich hatte natürlich auch in Peru schon das Erlebnis, dass einer so ein Bild gekriegt hat und das komplette Dorf wollte dann ein Bild von sich haben. Ja? Mhm. Und die haben also nicht locker gelassen. Ne? Ja. Na, aber jetzt lass uns mal ein bisschen einsteigen in die Kreativküche. Du bringst da wahrscheinlich nicht nur zwei, drei Bilder mit, sondern ich denke mal, du bringst eine ganze Reihe von Aufnahmen mit von deinen Reisen. Ja, klar. Also, wie sieht denn dann so der Workflow aus? Weil das ist immer so die zentrale Frage. Oder wie viel bringst du denn eigentlich mit, wenn wir mal fragen, davon so einem Trip? Also, ich meine, es ist unterschiedlich. Ja? Es kommt darauf an, wie lang ist der Trip. Also ich habe jetzt zum Beispiel, war ich vor zwei oder drei Wochen in Vietnam gewesen. Mhm. Und da habe ich 6.000 Bilder mitgebracht. Okay. Und 6.000 Bilder ist für mich schon irgendwas, was ich normalerweise echt mache ich nicht. Wenn ich im Studio fotografiere, da gibt es vielleicht 10 oder so. Ja? Ja. Dann richte ich die Szene so lange ein, wie es passt. Und dann mache ich ein paar Bilder und das ist gut. Aber von so Reisen ist es schon so, dass ich ja sehr oft voll geflasht bin, ja? Von den ganzen Eindrücken und so weiter. Und dann will ich auch nichts verpassen und nehme wirklich auch alles mit. Ne? Aha. Lässt du dann ein bisschen Zeit vergehen oder setzt du dich dann gleich ran und gehst dann durch und machst eine Auswahl? Also ich habe, Zeit ist bei mir ganz schwierig. Ich frage mal. Ja, also Zeit ist ganz schwierig und es ist schon super oft vorgekommen, dass es ein Jahr dauert oder länger, bis ich überhaupt an die Bilder gehen kann. Ja? Also das gab es also auch schon. Und Workflow-technisch versuche ich natürlich dann relativ schnell von den 6.000 mal ein bisschen was runter zu reduzieren. Vielleicht auf 100, 150 und, da, und die nehme ich noch mal genauer unter die Lupe, bis dann vielleicht so 30, 40 Bilder rauskommen aus so einer Session. Ne? Und ich bewerte praktisch nach einem Sternesystem, jetzt in Lightroom. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte ja in der Bridge bewerten oder in ja, ich nehme halt Lightroom und ja, ich habe mein eigenes Sternesystem. Eins ist zum Beispiel für die Tonne, das kann auf jeden Fall weg, das ist irgendwie schlecht belichtet oder es ist unscharf oder ja, und zwei ist ein Bild, was ich jetzt auf jeden Fall mal vielleicht noch aufhebe. Drei ist dann schon ein finales Bild, also kein finales Bild, aber ein Bild, das bearbeitet wird. Vier ist dann ein bearbeitetes Bild und fünf ist eins, was ich irgendwo für irgendwas gebraucht habe. Mhm. Ob das für zum Verkaufen ist, zum, keine Ahnung, für eine Werbeagentur und. Ja? Das sind die fünfer Bilder dann. Und wenn es ans Entwickeln geht, wie gehst du da vor? Also sprich, auch da wieder die Frage, hast du dir vorher, wie soll ich sagen, schon so einen Look festgelegt, den du dann... Ich könnte kurz noch einen Quick-Tipp vielleicht zeigen. Das, ja, dann her damit. Das ist mir jetzt vor kurzem aufgefallen. Also ich bewerte praktisch ja meine Bilder. Mhm. Viele machen das vielleicht auch. Das heißt, ich nehme jetzt hier, drücke ich zum Beispiel, das ist ein schlechtes Bild, mache ich die 1. Mhm. Und jetzt müsste ich hier eigentlich mit der Maus bzw. mit der Pfeiltaste zum nächsten Bild klicken. Wenn ich jetzt allerdings die Hochstelltaste aktiviere, ist es so, wenn ich jetzt das Bild mit 1, Moment, mit 1 bewerte, springt er automatisch zum nächsten Bild. Achso, dann kannst du das durchrattern im Endeffekt. 3, 2, 4, 5. Und wenn du das Ganze noch in der Vollansicht machst, ja, und da siehst du das Bild gut, kannst dann also super schnell eigentlich die Bilder mit deinem Sterne-System so bewerten. Mhm. Na? Ja. Ja, ich meine, da musst du auch ziemlich effizient sein bei der Anzahl der Bilder. Aber bezogen jetzt auf, wenn du das den geht, nächsten das Schritt... Das geht schnell eigentlich, ja. Also du bist schon, also das spart unheimlich Zeit, finde ich, sowas. Und wenn du dann die Auswahl bestehen hast und du dann loslegst, also die Frage nochmal, wie findest du die Bildsprache, also wie entwickelst du die aus? Hast du da vorher schon, oder hast du so eine Favoritenliste, du sagst, ach, ich probiere mal hier, ich probiere mal dort, oder wie entwickelt sich... Also der Look sozusagen, der Bilder. Wie gehst du da vor? Nee, es ist bei mir also echt schon so, dass ich vorher nie weiß, wohin geht die Reise. Mhm. Also ich muss schon, ich bin dann in dem Land, also wohin die Reise geht, das weiß ich natürlich schon. Ach, echt, du fährst nicht zum Flughafen. Nee, aber wohin, keine Ahnung. Es, zum Beispiel, wir haben es vorhin gesehen, ich gehe gerade mal drauf. Ich habe Südafrika-Bilder gemacht, zum Beispiel. Sowas da, ja. Das wollte ich unbedingt in Schwarz-Weiß sehen. Mhm. Ja, weil mich das irgendwie mehr geflasht hatte. Mhm. Und dann mache ich auch die komplette Serie konsequent in Schwarz-Weiß. Ja. Mhm. Und in Vietnam habe ich eher so einen entsättigten Look genommen, so ein bisschen sehr kontrastreich. Das war alles, was wir vorher gesehen haben. Genau, ne, mit dem, was wir vorher gesehen haben.
Ne? Also wohin da die Reise geht, weiß ich vorher eigentlich noch nie. Ne? Peru war ein bisschen farbintensiver. Ne? Also dann würde ich sagen, lass uns doch mal einfach dir ein bisschen über die Schulter gucken, wie du da vorgehst. Also wenn du sagst, bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel Vietnam. Ein Einserbild. Guck, das ist ein Einserbild. Das heißt, es ist mit einem Stern markiert, weil es eigentlich nichts Besonderes ist. Ja? Aber man kann so ein Bild versuchen, auch noch ein bisschen aufzuhübschen. Das Bild habe ich deshalb noch drin. Das ist aus dem fahrenden Tuk-Tuk. Das sind so diese Dreiräder, die es oft die es in Asien sehr oft gibt, passiert. Und ich habe halt gesehen, wie so diese Funken geflogen sind und war eigentlich voll begeistert. Und wir sind da vorbeigefahren. Ich habe also aus diesem Tuk-Tuk dieses Foto gemacht und habe mich aber dann eigentlich geärgert, dass von drei Bildern sind zwei unscharf gewesen. Es war zu schnell, bis ich die Kamera im Anschlag hatte. Und das Einzige, das scharf war, waren keine Funken mehr vorne beim Schweißer zu sehen. Ja. Und gut, ich kann jetzt vielleicht mal so eine kleine Entwicklung, wie ich sowas vielleicht noch retten würde oder vielleicht ein bisschen auch zum Hawkschen Kunstwerk. Naja, aber einfach sehen, wie du da vorgehst, wenn du sagst... Also das würde ich jetzt zum Beispiel einfach mit... der rechten Maustaste bearbeiten in, würde ich als Smart-Objekt in Photoshop öffnen. Mhm. Ja, dann habe ich praktisch dieses Bild in Photoshop geöffnet, könnte jetzt hier meine Ebene mal zum Verdeutlichen dann im Nachhinein mit der rechten Maustaste neues Smart-Objekt durch Kopie, das heißt, diese Smart-Ebene kopiere ich nochmal. Wenn ich allerdings auf dieser Ebene was verändere... Hast du bei der anderen auch drin, oder? Nein, eben nicht. Wenn ich die Ebene das war ein Test, ja, der war gut. Also das wäre, wenn ich die Ebene jetzt nur kopiere, dann hätte ich die Änderungen, die ich auf dieser Ebene mache, natürlich auf beiden Ebenen. Aber so ist es jetzt nur auf dieser einen Ebene. Das heißt, wenn ich jetzt hier Doppelklick... in das Bild reingehe, kann ich jederzeit noch meine Belichtung ein bisschen dramatischer machen. Hier vielleicht, was ich sehr gern mache bei so Bildern, die Klarheit komplett rein, die Sättigung leicht zurück. Jetzt gucke ich mir an, die Lichter sind in diesem Schweißpunkt schon ein bisschen super hell. Das heißt, da gehe ich ein bisschen zurück. Und vielleicht, weil ich diesen, naja, so eine Art HDR-Look will ich jetzt, so will ich ihn vielleicht nicht nennen, aber einfach dieses Dramatische, wo ich ein bisschen Tiefen mehr sehe, das mag ich einfach, ja. So kann ich das Bild hier im Camera Raw praktisch nochmal einstellen, wie mir es gefällt. Ich mache jetzt mal, ich weiß, wir haben zeitmäßig ein bisschen Problem, ein bisschen schneller. Und schon haben wir hier so eine Grundentwicklung. Ja, jetzt sind wir natürlich noch nicht da, wo ich hin wollte, weil ich hatte ja damals den Funkenfluch gesehen. Und da jetzt ein Quick-Tipp von mir ist die Verbindung mit Adobe Stock. Also das ist was ich jetzt für mich entdeckt habe, nachdem ich hier mit den kreativen Leuten vorhin oder beziehungsweise gestern Abend schon zusammengesessen habe, habe ich gesagt, ey, das wäre ja voll cool, das könnten wir vielleicht morgen mal zeigen. Dann nehmen wir ein Bild, was eigentlich ein Einserbild wäre und versuchen mal vielleicht irgendwas einzubauen. Also das Adobe Stock ist eine Plattform, haben wir vorhin auch schon gehört, wo ich Stockfotos suchen kann. Na, das ist also für Werbeagenturen, für alle, die in der Kreativbranche arbeiten, eigentlich eine super Sache. Nur nicht für Fotografen, würde man denken. Würde man denken, aber für mich zum Beispiel, weil ich sehr oft doch noch was hinzumontiere oder also Montagen machen, ist es ein absoluter Benefit, hier reinzugehen, da oben in dieses Suchfenster. Jetzt zum Beispiel suche ich Funken, jetzt schreibe ich das Wort Funken, Schweißen und Schwarz. Das ist alles, was mir einfällt zu dieser Geschichte, was ich brauche. Das Schwarz verwende ich deshalb. Jetzt haben wir natürlich hier keinen Online-Zugang. Das heißt, wir müssen das WLAN noch aktivieren. Sonst würde das natürlich just in time viel schneller gehen. Jawohl. Also, derweil du dich da einloggst, die Frage, die halt oft kommt, ich meine, wir hatten vorhin auch im Talk. Ja. Das heißt, du hast in dem Sinne kein Problem, dass du sagst, das Bild entsteht in deinem Kopf, auch wenn es Reisefotografie ist als Künstler. Ja. Wie du schon sagst, also ich sehe mich dann eher als, also ich bin nicht der Reisefotograf. Ja? Da gibt es, keine Ahnung, Tausende in Deutschland, die viel geilere Reisebilder machen. Ja? Für mich ist das Emotion, Kunst, was entsteht da draus? Ja, oft ist es... ich habe zum Beispiel auch schon ein paar Ausstellungen mitgemacht, ein Menschwerk zum Beispiel, wo ich dann die Bilder als Kunstobjekt ausstelle. Ja?
hat überhaupt nichts mit der typischen Reisefotografie zu tun. Oft ist das ein gemalter Effekt, wo du das Bild siehst, wo du denkst, das ist überhaupt kein Foto. Ja? Mhm. Aber das ist halt mein Style. Mhm. Und ja, jetzt haben wir auf jeden Fall da oben in diese Stock... Hast du Funken, ja? Ja, genau. Also ich habe jetzt praktisch eingegeben, Funken schweißen schwarz und bekomme hier verschiedene Bilder aus der Stockgalerie vorgeschlagen. Jetzt können wir zum Beispiel mal schauen, was uns hier gefällt. Ich habe jetzt hier, das sind ja Tausende, ne? Also sind, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Bilder sind da drin, 60 Millionen 50 oder keine Ahnung, also unfassbar viel. Also du könntest jetzt stundenlang Funken aussuchen. Ich nehme natürlich jetzt irgendwas, was ich, sagen wir mal, vorbereitet habe. Und dann schauen wir mal, lange Nacht, das habe ich, glaube ich, in den Ordner rein. So, und jetzt ziehen wir praktisch einfach hier nach rechts in unser Bild diesen Sparkle rein, ja? Na, jetzt bin ich mal gespannt, wie du die zusammenkriegst. Jetzt die Wunderkerze. Bist du gespannt. Nein. Ja, okay, das ist eigentlich eine Wunderkerze, aber ich denke, es könnte vielleicht passen. Ich habe jetzt halt irgendwas ausgewählt, ja? So, wir haben jetzt praktisch vor schwarzem Hintergrund einfach fotografiert, so ein paar Schweißpunkte oder eine Wunderkerze, keine Ahnung, was das mal war. Jetzt können wir also dieser Ebene sagen, dass alles, was schwarz ist, ausgeblendet werden soll. Wenn ich jetzt praktisch im Auswahlwerkzeug bin, mit dem Tastenkürzel V erreiche ich das. Das ist praktisch dieses Kreuz da oben. Dann habe ich die Möglichkeit, mit gedrückter Shift-Taste und dem Minus einfach die einzelnen Ebenen-Modis durchzuzeppen. Ja? Also das hat mich früher immer so ein bisschen genervt, dass ich das immer einfach einzeln anklicken muss. Wenn ich natürlich den Shortcut schon weiß von dieser ganzen Geschichte, kannst das wäre in dem Fall jetzt Shift, Alt und S, habe ich das Ganze auf negativ multiplizieren gesetzt. Das heißt, alles was schwarz ist, blende ich aus. Jetzt kann ich mir hier so ein bisschen an meinen Schweißpunkt vielleicht diese Sparkles draufsetzen und schon sieht es so aus. Wir haben jetzt natürlich hier noch so ein bisschen... Man sieht es im Hintergrund da oben, das Genebelte von diesen Funken. Das können wir jetzt hier, wenn wir mit einem Doppelklick auf diese Ebene gehen, einfach so ein bisschen ausblenden noch. So, jetzt haben wir die ersten Punkte drin. Dann können wir natürlich noch weitere Funken, also das können wir bis bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag machen. Die Internetverbindung ist ein bisschen langsam, also es schaltet nicht um. Hier synchronisiert nicht. Okay. Ja, es kann sein, dass wahrscheinlich alle jetzt mitsurfen hier. Ja, wahrscheinlich surfen alle mit, also es synchronisiert meine Ordner nicht. Okay, ich mache mal die Auswahl, die löse ich. Ah ja, jetzt hat's geklappt. Ja, es sind sehr viele online hier wahrscheinlich. So, jetzt kann ich natürlich noch ein zweites Bild hinzufügen. Das sehe ich, das ist ein bisschen mehr in der Unschärfe. Das ziehe ich mir jetzt rein, wie ich es brauche. Könnt mit der rechten Maustaste das Ganze perspektivisch noch ein bisschen in die Breite ziehen. Das würde vielleicht jetzt so aussehen. Moment. Machen wir mal unten hier. So richtig nach Flash, nach vorne. Ja? Und auch hier machen wir wieder mit unserem Shortcut Shift, Alt und S die ganze Geschichte so, dass wir das Schwarze ausblenden. Ja, das heißt, wir stellen die Ebene auf negativ multiplizieren. Jetzt gibt es natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, noch Farblooks drüber zu machen. Was ich sehr gerne nehme, ist von einem befreundeten Fotografen und Bildbearbeiter von Dom Quixote. Der ist hier auch im Publikum. Ach, deswegen lungert der heute schon wieder herum. Ja, deshalb lungert er herum. Er wollte sehen, dass ich seine Presets zeige. Zum Beispiel so Einstellungsebenen, wie, wenn wir jetzt mal unten aufmachen, schwieriges Wort, Gradationskurven. Ja, da gibt es also vorgefertigte Gradationskurven bei ihm auf der Seite fxray.com. Und dann kann man so einen Bildlook erzeugen. Hier zum Beispiel blau, sind unzählige Bildlooks. Wir könnten die jetzt alle durchprobieren, sind alle ganz cool. In der Deckkraft können wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen reduzieren, dass das Blau nicht ganz so dominant ist. Ja? Oder auch von der Einstellungsebene vielleicht ein Color Lookup. Ein Color Lookup noch drauf. Und auch hier in den 3D-LUTs können wir hier das Apokalypse, das nehme ich gern von FX Ray, und dann auch noch so ein bisschen in der Deckkraft reduzieren,
Ja, und schon sieht das Ganze ein bisschen spannender aus. Ja, final mache ich jetzt Folgendes. Ich werde noch eine Einstellungsebene Tonwertkorrektur hinzufügen. Kleiner Trick, habe ich vom Brive-Up damals noch, auch ein befreundeter Fotograf. Diese Tonwertkorrektur stelle ich jetzt mit dem Ebenen-Modi, ich mache es jetzt mal per Hand, dass ihr das besser seht, auf Multiplizieren. Jetzt ist es erstmal so ein bisschen dunkles Bild. Aber wenn ich jetzt mit meinem Pinsel und Deckkraft mache ich meistens 20% mit schwarzer Farbe. Wo sind wir hier? Wo hängt es? Aha, da oben sehen wir auf negativen Multiplizieren. Müssen wir natürlich auf Normal stellen. So, mit schwarzer Farbe in die Maske malen kann ich so Bereiche, die ich besonders herausheben will, zum Beispiel so ein bisschen auf dem Boden, hinten auf dem Wellblech, dass man da noch so ein bisschen was an Tiefe reinbekommt. Vorne die Funken ein bisschen heller, den Typ, den Schweißer an sich vielleicht da hinten, diese Flex-Funken im Hintergrund, ja, kann ich mir diese Bereiche einfach noch ein bisschen rausholen. Ja. Und jetzt haben wir eigentlich nicht viel gemacht. Wenn wir das so ein bisschen Highspeed gemacht hätten, wäre das eine Arbeit von 1,5 Minuten. Und wenn wir jetzt hier anschauen, das war unser Originalbild, was einfach als Einzelbild bewertet war, haben wir jetzt hier doch noch so ein bisschen, wenigstens eine mystische Stimmung, ein bisschen Funken. Natürlich könnte man die Funken jetzt noch ein bisschen angleichen von der Farbtemperatur, dass die alle gleich wären. Ja. Klar, aber das müssen wir jetzt hier nicht unbedingt alles zeigen. Das heißt also zusammengefasst, im Endeffekt, Lightroom verwendest du für den generellen Look, also oder die Entscheidung schwarz-weiß oder entsättigt und so weiter. Und bei bestimmten Sachen wie jetzt das, wo du sagst, ah, irgendwie hat das Bild was, aber es braucht noch ein bisschen mehr, gehst du halt eine extra Meile und machst in dem Sinne dann... Also das Gros der Reisebilder bearbeite ich eigentlich in Lightroom. Ja? Und mache das wie jeder, dass ich nur ein paar Regler schiebe. Ja? Das ist nach Empfinden. Wie vorhin schon gesagt, das eine, die eine Serie mache ich schwarz-weiß, die andere ein bisschen entsättigt mit mehr Kontrasten. Oder vielleicht sogar mit so einem Preset, wie wir es eben gesehen haben. Ja. Ja? Das ist einfach Geschmackssache. Und da gibt es auch nichts, wo man jetzt sagen kann, hier, das stelle ich bei den Bildern immer mit Klarheit auf 50%. Und, also das gibt es bei mir nicht. Ne? Das ist immer so ein, ja, ich sage es immer wie der Maler mit seinem Pinsel, wo da steht und ja, hier noch ein bisschen, a little bit of green here, wie Bob Ross. Sag mal, was sind die nächsten Ziele? Also du, ich meine, du reist ja nicht nur, du gibst auch Workshops. Das heißt, die erste Frage ist natürlich immer, wenn jetzt jemand mehr von deinem Stil, deiner Art vorzugehen, erleben will. Also nicht nur digital jetzt hier im Rechner einen Bildlook zu kreieren, sondern eben auch zu fotografieren. Dann? So, ja, dann ist es bei mir so, dass ich natürlich zeitmäßig ein bisschen eingespannt bin, aber mache immer noch Workshops in der Fujifilm School. Das ist also so eine, ja, eine Fotografenschule, wo man also Workshops buchen kann. Ja. Na, und das findet man auf der Fujifilm-Seite. Also ich habe mal ein bisschen recherchiert und anscheinend ist es bei deinen Workshops ziemlich lustig, dass es eher um Emotionen geht und nicht, was man wie rum, welchen Pixel wie rum dreht, sondern dass insgesamt die Emotion stimmt und eben auch emotionale Bilder rauskommen. Ja, also das steht bei mir in den Workshops schon im Vordergrund, dass es eher der Spaß am Fotografieren ist. Ja? Das Erleben, einfach dabei sein. Wie gesagt, die Technik, das können andere besser lehren. Ja, also ich bin jetzt keiner, der mit dem Belichtungsmesser ans Set geht und sagt, hier müsst ihr Blende 8 einstellen und ja, what you see is what you get. Ich gucke auf mein Display und wenn das für mich geschmacklich passt, ist das cool, dann benutze ich das Bild, dann mache ich da draus was. Wenn es nicht cool ist, dann mache ich es nochmal. Prima, ja, schön. Also das ist so. Prima. Ja, schön, dass du da warst, Peter. Und am besten ist wahrscheinlich, wenn die Leute auf deine Homepage gehen und sich da informieren, wenn sie mehr von dir haben wollen. Zum Beispiel, ja. Instagram, Facebook, überall findet man Peter Hawk. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles klar, danke. Wir machen eine ganz, ganz kurze Pause. Erstmal einen Applaus für dich, Peter. Danke, Daniel. Wir verkürzen jetzt unsere Pause. Wir machen exakt um 9:30 weiter in 9 Minuten. Und bleibt auf jeden Fall dran. Dann geht's in die letzte Runde mit Christina Harder, Jens Burger und Robert Maschke ist auch noch mal dabei. Nächste Talkrunde mit Sven. Nächste Talkrunde. 9 Minuten, 8 Minuten. Bis gleich.